Guten Tag, spielen Sie gern? Dann ein kleines Rätsel. Ich bin über 80 Jahre alt. Ich habe meinen Sitz in Lausanne. Ich beschäftige über 250 Personen und ich bezahle jedes Jahr mehr als 200 Millionen an gemeinnützige Projekte. Wer bin ich? Natürlich, die Lotterie Romande. Alles beginnt 1937. Die wirtschaftliche und soziale Situation ist prekär. Und plötzlich ein genialer Einfall. Die damaligen Westschweizer Regierungen treten zusammen und beschließen, ein Unternehmen zu gründen, das Lotteriespiele anbietet. Unter einer einzigen Bedingung: sämtliche Erträge müssen dem Gemeinnutzen zufließen. Wie funktioniert das? In jedem der 6 Westschweizer Kantone wird ein Verteilorgan damit beauftragt, die Erträge der Loterie Romande an ausgewählte Projekte zu verteilen. Heute profitieren über 3000 Projekte in den Bereichen Sport, Soziales, Kultur und Umwelt von der Unterstützung durch dieses weltweit einzigartige Modell. Die Loterie Romande ist mit Spaß, Unterhaltung und Innovation verbunden. Tribolo und Rento kennen Sie bestimmt, aber jedes Jahr werden rund 30 neue Rubellose herausgebracht. Außerdem bringt sie die Loterie Romande mit Ziehungsspielen wie Swiss Lotto und Euromillions, Sportwetten und den Pferdewetten PMO zum Fiebern. Und weil sie immer vernetzter sind, sorgt auch die Online-Spielplattform für Unterhaltung, wo immer und wann Sie wollen. Die Loterie Romande ist nah bei ihrem Publikum mit 2500 Kiosken, Gaststätten und Tankstellen, die ihre Spiele verkaufen. Über 70 Millionen werden jährlich an sie ausgezahlt und geben ihnen einen willkommenen Beitrag. Diese Aktivität trägt dazu bei, das wirtschaftliche und soziale Leben der Ballungsräume und Städte zu beleben. Spielen ist gut, vorbeugen ist unerlässlich. Die Einrichtung entwickelt und ergreift zuverlässige und leistungsfähige Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung des exzessiven Geldspiels. Besondere Beachtung wird den Minderjährigen und verletzlichen Personen geschenkt. Die Loterie Romande arbeitet auf diesem Gebiet eng mit Fachleuten und Wissenschaftlern zusammen. Dieses Präventionsprinzip ist Bestandteil sämtlicher Tätigkeiten des Unternehmens.